Liebe Zuschauer, so mancher mag dieser Tage aus berühmten Zeichentrickfilmen zitieren und sagen, die spinnen die Römer. Nur leider kommt kein Asterix, der alles wieder gerade biegt. Und so fiel der Euro gerade diese Handelstage auf den tiefsten Stand seit Sommer 2017. Das römische Problem jedoch nicht das einzige am Aktien- und Devisenmarkt, denn es gibt ja auch noch die Briten. Schauen wir auf die aktuelle wirtschaftspolitische Lage mit Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau R. Ja, es ist gut was los in Europa. Das geht aber mehrheitlich zulasten des Euro. UK und EU haben die ersten Hürden genommen. Nach 2,5 Jahren Verhandlung gibt es jetzt eine Einigung zwischen EU und UK und offensichtlich auch zwischen Theresa May und ihrem Kabinett. Bleiben noch 3 Monate, damit die EU-Mitglieder und das britische Parlament zustimmen. Oder eben nicht. So, erstes Fragezeichen. Dann haben wir noch Italien. Haushaltsdefizit bleibt bei 2,4%. Hätte auch keiner gedacht, dass sie sich so weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt drohen sozusagen Sanktionen seitens der EU. Was ist da machbar, ohne dass es den Populisten in die Hände spielt, aber ohne dass jeder denkt, wir können hier machen, was er will? Das ist gerade das Problem, wo die EU jetzt steht. Also es kommt eigentlich immer ein Problem nach dem anderen. Erst kommt der Brexit, dann kommt irgendwelche Wahlen, dann kommt Griechenland mal wieder um die Ecke, jetzt ist Italien dran. Also es ist immer irgendwas, was gerade auf dem Euro lastet oder auf der Eurozone an sich. Das ist aber normal, Gemeinschaft ist Gemeinschaft. Da muss man jetzt irgendwie auch mal sagen, dass das, wenn natürlich viel mehr involviert sind, gerade Länder in einer Währung, ist es natürlich viel, viel schwieriger, diese Währung irgendwie stabil zu halten. Das versucht die EZB ja irgendwie schon relativ zu machen. Bei Italien ist das Problem, da ist wieder eine andere Regierung. Diese will wieder einen ganz anderen Kurs einschlagen, die natürlich wieder EU-feindlich ist. Das haben wir alles schon mal gehört. Das kennen wir irgendwoher schon mal. Griechenland hat das auch immer so ein bisschen spielen lassen. Sich jetzt mit der EU-Kommission oder der EU an sich anzulegen und zu sagen, okay, wir machen unser Defizit aber so, wie wir das wollen, ist eher schlecht, weil die Sanktionen werden auf jeden Fall kommen aus Brüssel. Das müssen sie machen. Wenn sie das nicht machen, dann ist es eigentlich ein Freifahrtschein für alle anderen Länder, dieses auch zu machen und sagen, okay, wenn sie jetzt mit dem Defizit zufrieden sind, dann können wir das auch machen. Das wird auch so einen Domino-Effekt herbringen, wenn sie das jetzt in der Form machen würden. Deshalb müssen sie Sanktionen verhängen. Auf der anderen Seite, wie hoch die sein werden, ist dann erstmal abzuwarten. Und da muss man dann auch schauen, diese Sanktionen, die sie dann als Schulden auf Italien wieder lasten, ob das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, weil Italien hat eh große Schulden und ob die dann sagen, okay, die paar Millionen machen wir jetzt auch noch weg. Oder ob man sagt, dass es wirklich Sanktionen sind, die Italien tief schneiden. Die EU will natürlich auch nicht Italien so weit schaden, dass sie ihre Wirtschaftskraft wieder verlieren. Mhm. Was Italien aber am besten im Blick haben muss, ist die Kapitalmärkte. Wenn die Kapitalmärkte irgendwann das Vertrauen darin verlieren, gerade wenn sie mit der EU spielen und mit Sanktionen, wenn der Kapitalmarkt sie abstraft, dann wird es für die Schuldentilgung bei Italien sehr, sehr schwierig. Schuldentilgung wird in der Tat schwierig. Die Banca d'Italia rechnet ja allein schon mit 9 Milliarden Euro Mehrkosten, allein nur für Zinsen ab nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Staatspleite ist da schon ein Wort, was immer mal grassiert. Reguliert aber möglicherweise der Kapitalmarkt das Problem, denn letztendlich war es mit Griechenland genauso. Regulieren tut der Kapitalmarkt also die Risiken für die Zukunft, die bei Italien eingepreist werden. Das sieht man gerade in den Bond-Yields, die man jetzt sehr, sehr schön sieht, wenn man das zum Beispiel mit Deutschland vergleicht. Italien geht auf die 5% zu und Deutschland in dem Sinne ist irgendwo bei 0,5 auf 10 Jahre Staatsanleihen. Also da sieht man schon, dass die Gaps auseinandergehen. Auch zu Spanien gehen die Gaps auseinander, die eigentlich vom Peripherieland sehr, sehr ähnlich sind. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone, wenn man jetzt Great Britain wieder rausnimmt nach Frankreich und Deutschland. Da muss schon was anderes kommen, gerade weil man das immer ein bisschen auch mit Griechenland vergleicht. Und auch hier ist auch eine Staatspleite und Griechenland hat ja auch irgendwann eingelenkt und ist zu Kreuze gekrochen und der IWF hat dann noch ausgeholfen. Der IWF oder auch gerade die ganzen Fonds oder diese Staatsschulden aufzufangen, ist bei Italien aber was ganz, ganz anderes als bei Griechenland. Griechenland ist ökonomisch gesehen viel, viel kleiner als Italien. Bei Italien sind die Schuldenlasten viel größer.
wenn die jetzt wirklich zum Staatsbankrott kommen sollten. Die Kapitalmärkte preisen es im Risiko ein, deshalb geht die Rendite hoch, was natürlich dann wieder zum Schuldenabbau für Italien viel, viel schwieriger wird, weil sie viel mehr dafür bezahlen müssen. Und das sind das auch, was die Banken jetzt gerade ansprechen. Sie müssen viel mehr dafür aufwenden, ihre Schulden zu tilgen. Und die italienischen Staatsfonds sind eigentlich alles entweder in italienischer Hand von Privatpersonen oder Anlegern, sind aber auch bei deutschen, französischen Banken zu finden in den Depots oder in den Bilanzen auf jeden Fall. Aber die größten haben eigentlich die italienischen Banken. Das Anleiheprogramm von der EU ist jetzt ausgelaufen, die kaufen jetzt auch nicht mehr. Und das ist eigentlich so ein verstricktes, also sie sind wieder über alle Welt verteilt. Und wenn dann natürlich der Kollaps kommt, dann gehen die Märkte erstmal richtig runter. Also möglicherweise muss Italien einlenken, weil einfach der Schuldendienst viel zu teuer wird. Der IFO-Chef sagt, die Gefahr, dass die Eurozone auseinanderfällt, sei real. Das preisen die Märkte im Moment noch nicht so, aber wir sehen es gerade im Euro, der deutlich verloren hat. Nun sagte man ja immer, und das war in der Vergangenheit auch oft so, ein schwacher Euro hilft mal dem Aktienmarkt, eventuell gerade auf Exportseite für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exportunternehmen. Diesmal ist es anders. Wie bewerten die Märkte diesmal den Euro? Also der Euro-Dollar-Wechselkurs an sich, wenn man sich den über die Langfristzeit auch anschaut, hat schon relativ stark gelitten, wie man jetzt so auf 5-Jahres-Basis sich das anschaut. Hier Anfang 2017 hat er nochmal einen Aufwind gehabt, da ist der Brexit rausgekommen und etwaige Italien-Probleme standen da noch nicht so auf der Agenda. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ein schwacher Euro ist gut für die deutsche Wirtschaft, also Deutschland, eingeschlossen, wenn man das sagt, in den Unternehmen, weil viele Euro-Unternehmen halt auch in den US-Dollar-Raum exportieren, was für uns natürlich wichtig ist. Aber allgemein ist der Aktienmarkt gerade in der Korrekturphase. Hier sieht man halt sehr, sehr viele Unternehmen, die gerade ein bisschen strugglen mit ihren ganzen Bilanzen. Sie müssen sehr viel Gewinnwarnung kam in letzter Zeit auch raus. Es ist eine globale Wirtschaft, die so ein bisschen sich jetzt auch nicht weiß, wo sie hinläuft. Und deshalb ist der schwache Euro im Moment für die deutschen Unternehmen eigentlich nicht sehr, sehr stark in dem Fall, also nicht sehr positiv, weil der ganze Aktienmarkt halt sehr, sehr volatil auch im Moment ist. Der DAX geht von 100 Punkten minus bis 200 Punkten plus. Also da weiß er auch nicht, es findet sich jetzt keine wirkliche Stabilität. Für die Unternehmen auf langfristig ist ein schwacher Euro natürlich gut, in dem Fall, weil sie ihre Bilanz in Euro ausweisen müssen. Ob der schwache Euro wirklich für die ganze Eurozone positiv ist, ist dann erstmal abzuwarten. Was sehen Sie denn gerade im Handel? Was machen Anleger jetzt? Sind die eher auf der Long-Seite für den Euro oder eher nicht? Also Euro-Dollar-Wechselkurse, wenn man das zum Beispiel mit Hebelprodukten oder gar Anlageprodukten irgendwie abbilden möchte, also auf die Anlageproduktseite fast gar nicht, also Long-Term geht fast keiner in die Währung rein. Auf der Kurzfristseite sieht man schon, dass viele diese Italien-Case so ein bisschen anstacheln, dass sie hier Short gehen auf den Euro-Dollar-Wechselkurs oder dass sie halt das britische Pfund noch irgendwie mitnehmen, US-Dollar, britisches Pfund oder Euro gegen britisches Pfund auch hier Long oder Short gehen, aber so eine tendenzielle Meinung ist bei den Anlegern eigentlich wirklich nicht zu sehen. Vivien Sperrenberg, vielen Dank. Liebe Zuschauer, es bleibt spannend, sowohl auf den britischen Inseln wie auch in Italien. Es zeichnen sich, Lösungen noch nicht so richtig ab. Die Briten müssen noch mehrere Hürden nehmen, wie das etwa das Parlament. Und Italien muss jetzt vielleicht mit finanziellen Sanktionen der EU rechnen. Belastungen für den Euro, wo sich im Moment auch noch keine so klare Tendenz abbildet. Natürlich börsentickig, das Neueste hier auch bei uns.